Kitties und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und zwar reviewen wir heute eine nagelneue LE von Rival de Loop. Und ja, ein bisschen Rival de Loop ist ein bisschen in den Schatten in den letzten Wochen getreten, weil ja die neue Marke rausgekommen ist. Also Rival de Loop Young hat sich praktisch verabschiedet. Rival Loves Me ist da eingezogen, zieht aktuell ein in Rossmann. Das heißt, Rival de Loop war so ein bisschen im Schatten von dem Ganzen. Und zwar ist diese LE Color Splash. Was kann man vermuten? Farbe. Das finde ich echt toll, dass sich endlich mal eine Marke mehr an Farbe rantraut. Beziehungsweise mal mutig ist, nicht immer das Gleiche rausbringt. Und das muss ich erstmal groß loben, bis zum Himmel loben, whatever, weil es einfach mal was anderes ist. Also es ist wirklich anstrengend bei einigen LEs, weil man schon gefühlt, dass jede Zeit der LE das gleiche ist, habe ich das Gefühl. So, das habe ich mitgenommen. Einmal eine Face-Palette, eine bunte Lidschattenpalette und ein Eyeliner. Es gab noch zwei andere farbige Eyeliner, die haben mich nicht interessiert. Da habe ich überlegt, dann habe ich mich für den grün entschieden. Da gibt es noch lila und blau. Und es gibt noch eine Mascara, ich glaube zwei Stück. Auch bunt, ich glaube, das war lila und blau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die haben mich auch nicht interessiert, weil ich ja immer Fake Lashes draufklebe in schwarz, deswegen brauche ich keine bunte Mascara. Bevor wir aber starten, wollte ich sagen, falls du auf meinem Kanal sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du mich kostenlos abonnieren würdest. Ich bin dreimal die Woche für dich da. Support ist kein Mord, meine Lieben. Und ich würde sagen, starten wir jetzt mit den Augen, mit der Eyeshadow-Palette. So sieht einmal die Palette aus, die habe ich euch kurz gezeigt. Vom Packaging her finde ich das eigentlich ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an die NYX-Paletten. Ich glaube, NYX hat auch einmal so eine bunte und einmal so eine neutrale Palette rausgebracht. Gefällt mir an sich ganz gut. Ich kriege die Palette nicht auf. Sie haben super viele bunte Töne. Wir haben eine rosa Reihe, eine blaue Reihe, eine grüne Reihe und ganz oben haben wir, glaube ich, so einen Mischmasch, würde ich sagen, von Rot, Orange, Gelb. Also so ein Farbverlauf praktisch, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ist gesagt mal was Neues. Ich bin super hyped drauf. Ich habe echt Bock, das auszuprobieren, aber ich habe schon so einen Look im Kopf. Ich finde, das ist zum Beispiel gar keine Alltagspalette. Ich finde, das ist eine Palette, die man halt zusätzlich hat. Also das sind so, das ist eine Palette, wo man entweder für was Krasseres benutzt oder als Ergänzung so ein bisschen. Ihr versteht, was ich meine? So, und ich würde sagen, ich hole euch noch ein Stückchen näher herein und dann schwingen wir den Augenlook. So, zu Beginn trage ich noch ein bisschen Eye Primer auf von Anastasia Beverly Hills. Ich habe so einen krassen Ohrwurm von Apache, das ist nicht normal. Weil dieser ganze Trend, der ist nicht von mir vorbeigegangen, aber der hat mich nicht so gepackt. Und jetzt bin ich so richtig... Sie machen Fotostationen, aber Apache vergleicht. Rudi, ich muss los. Ich sag's euch ganz schlimm. Ich mal einen Ohrwurm hab. Ich hab eigentlich immer einen Ohrwurm. Der ändert sich nur immer. Wer kennt das? Und ich steck auch Leute an, weil ich fange einfach an zu singen. Ich bin so ein Typ Mensch, ich behalte nicht die Ohrwürmer im Kopf, sondern ich sing einfach und steck jede Sau damit an. So eine bin ich. So, Eye Primer ist drauf und ich starte mit einem Blendepinsel. Da gehe ich in dieses schöne Rosa rein. So, das Ganze habe ich ja jetzt erstmal auf den Lidfalter aufgetragen und ich finde, es ist so ein leichter Hauch. Sieht noch leicht fleckig aus, aber das kann auch an der Base liegen, weil ich die ja nie sette. Deswegen gucken wir nochmal, ich baue das noch so ein bisschen auf und dann schauen wir einfach, wie das dann wie es dann wirkt. Aber ich finde, die Farbe sieht echt wunderschön aus. Also so ein wunderschöner rosa. So ein Altrosaton, aber nicht wirklich. Also so ein pinker Altrosaton, würde ich sagen. Also so ein bisschen mehr pink, aber nicht so, boah, übertreibend. Ich finde, so eine Farbe zum Beispiel passt sich sehr gut meinen grünen Augen an. Also wenn ihr möchtet, kann ich auch gerne mal so ein Video machen, wo ich euch erzähle oder aufzeige, whatever, welche Farben zu deiner Augenfarbe steht. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ihr so auf sowas Bock habt, kann ich das gerne mal machen. So, ich nehme immer, wenn ich noch so ein bisschen übrig habe auf dem Pinsel, dann mache ich hier immer so eine Linie, weil dann habe ich diesen Cat-Eye-Effekt sofort und dann muss ich nicht hier überlegen, wie ich das blende, dass es schön wird, sondern wenn ihr wirklich hier der Linie so weiter folgt praktisch,
dann habt ihr direkt diesen Cat-Eye-Effekt, den ich sehr, sehr schön finde, weil ich trage ja ständig Eyeliner. Ich würde dann ganz oft noch in dieses Orange gehen. Ich glaube, das ist auch ganz leicht Schimmer, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das Orange ist so ein ganz leichter Pearl-Effekt, aber gucken wir mal, das gebe ich mir hier noch so oben drüber. Und die Farben harmonieren wirklich sehr schön miteinander, finde ich. Also ich mache das wirklich sehr, sehr soft alles. Ich möchte das wie so ausgeblendet, diesen Effekt haben und nicht, dass man dieses Orange so boom in deine Fresse sieht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nehme ich so einen Blendepinsel, nehme ein bisschen von diesem Rosa und diesem Orange. Ich mische das so ein bisschen. Und das trage ich hier auf dem beweglichen Lid auf. Nehme auf jeden Fall das hier, das so ein bisschen mehr ins Rosa-Lila, ne? Sind auf jeden Fall sehr, sehr weich von der Textur her und das trage ich hier erstmal auf. Oh, jetzt drehen meine Augen scheiße. Ich hasse es. Das Schlimmste ist, das passiert mir so, so, so oft, wenn ich frisch Mascara auftrage und oder Eyeliner aufgetragen habe, dann muss ich niesen. Oh, Hassmomente. Also das ist wirklich Katastrophe. Das passiert mir wirklich verdammt oft. Also wirklich oft. Ich glaube, es gab noch keinen Tag, wo ich nicht genossen habe, wenn ich mich geschminkt habe. Ich glaube, diesen Tag gibt es nicht. Ich nieße wirklich immer, wenn ich mich schminke. Ganz komisch. Oder meine Nase läuft immer, wenn ich mich schminke. Vielleicht bin ich auf was allergisch, aber das glaube ich nicht. Ich habe keine Allergien. Ganz komisch, ich sag's euch. Aber nicht schlecht, oder? Also ich finde es echt schön, muss ich ehrlich sagen. Dann nehme ich wieder so einen kleineren Lidschattenpinsel und gehe wieder in dieses Orange rein. Und das trage ich hier unten auf, also auf meinem unteren Wimpernkranz. Also ich muss immer überlegen, wie sowas heißt, weil wenn du dich schminkst, denkst du ja nicht dran, wie das heißt oder so. Und das vergesse ich wirklich so oft. Ich habe auch schon ein bisschen Fallout bekommen. Das mache ich ganz schnell weg, weil ich habe hier schon meine Base gemacht. Wirklich nur Schimmer. Also es war von diesem rosa Schimmer. Das heißt, die matten Farben geben kein Fallout, sondern die Schimmerfarben ein bisschen. Aber ihr könnt sehen, wenn man sowas direkt wegmacht, dann ist alles gut. Also Leute, die wirklich das so, ich sag mal, 3, 4 Minuten oder bis zum Ende da lassen, da ist immer das Problem, es wegzubekommen. Aber wenn man sowas relativ schnell macht, dann ist eigentlich kein Problem. You know? So, ich würde sagen, mit der Lidschattenpalette sind wir jetzt erstmal durch. Wir kommen jetzt aber zum Eyeliner. Da habe ich den Color Splash Eyeliner Pen mitgenommen in der Farbe Grün. Der hat für mich einen richtig guten Eindruck gemacht. Also ihr könnt sehen, der sollte wirklich gut malen, finde ich. Und den gab es auch noch in Lila und in Blau. Die lila Farbe fand ich, also die Farbe an sich fand ich hässlich. Und das Blau fand ich ganz okay. Ich habe wirklich zwischen den beiden überlegt, weil alle sind von der Textur gleich hier. Ich habe alle geswatcht. Wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. Deswegen dachte ich, das wird vermutlich kein Fake-Off. Aber wir gucken, wie das Ganze auf den Augen performt. Also auf der Hand hat er besser gemalt, finde ich. Ich weiß aber jetzt nicht, wieso er so komisch ist, weil er gibt nicht nach. Aber mal kommt Produkt raus viel und wirklich gut und dann irgendwie gar nicht. Also ganz, ganz komisch. So, Eyeliner ist gezogen und der ist echt, echt dunkel. Also, ich weiß nicht, der sieht so ein bisschen petrolfarben aus. Hat er sich mit dem Rosa vermischt? Keine Ahnung. Was sagt ihr? Also, bei dem Eyeliner, ich bin noch so ein bisschen unsicher, was ich dazu sagen soll. Ich werde aber erstmal alles auf der anderen Seite auftragen und mir erstmal in Ruhe eine Meinung bilden. Und dann machen wir weiter mit der Face-Palette. So, das zweite Auge ist fertig. Lashes sind drauf. Und jetzt kommen wir zum Face Kit. Das sieht einmal so aus. Das ist der Color Splash Face Kit. Wo Color Splash sein soll, weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kuckuckskind, weil das passt ja gar nicht so rein. Also krass bunt und dann sowas. Da hätte ich zum Beispiel gedacht, irgendwie Rainbow Highlighter oder so ein wirklich krasser Blush. Also ich finde, das sind sehr natürliche Blush-Töne, dann haben wir hier einen Bronzer-Ton und einen Highlighter-Ton. Also ich finde die Palette schön, aber irgendwie so ein bisschen Kuckuckskind, würde ich sagen. Also ganz, ganz komisch. Ja, ich würde sagen, tragen wir mal die guten Sachen auf. Oh Gott.
kann mit Pinseln sehr gut umgehen. Ihr wisst Bescheid. Ich schmeiß die, glaube ich, in jedem Zeit ein Video irgendwie weg. Genau, wir starten mit Bronzer. Da benutze ich meinen Bronzer-Pinsel und gehe in die Farbe rein. Auf der einen Seite aufgetragen. An sich finde ich die Farbe eigentlich sehr, sehr schön. Aber ich glaube, die ist ganz leicht zu gelbstichig. Kann das sein? So sieht es ein bisschen aus. Also es ist nicht warm. Also von der Kühle her find, oder Wärme finde ich ihn sehr schön. Aber so einen leichten gelben Unterton, den ich jetzt nicht so unglaublich schön finde. Aber an sich ist es ein guter Bronzer. Also ganz schwierig. Ich glaube, wenn man nicht so krass drauf achtet, sieht man es, glaube ich, gar nicht. So finde ich ihn auch sehr schön. Man kann ihn sehr schön auftragen, meiner Meinung nach. Ich wollte euch sagen, meine Lieben, aktuell läuft noch eine Verlosung auf meinem Kanal. Und zwar zu Rival Loves Me, zu der neuen Marke. Das verlinke ich euch hier oben. Ihr könnt nämlich noch mitmachen. Das geht noch ein paar Wochen. So, und zwar könnt ihr Produkte gewinnen von der Marke und sie selber mal testen, wie ihr sie findet. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, schaut gerne mal vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Ich nehme jetzt einfach mal den Helm, weil ich glaube, mit dem dunklen 50-50 Chance. Und ich trage wirklich sehr, sehr, sehr wenig auf. Sagte sie und hat trotzdem viel aufgetragen. Das ist zu viel des Guten. Und ja, zeigen wir es mal auf. Ich habe jetzt gelernt oder gesehen, dass man den so ein bisschen wie Bronzer auftragen soll, nur ein bisschen höher. Ich mache das mal. So, Blush ist aufgetragen. Ja, sieht jetzt aus, als hätte ich keine Foundation mehr, weil ich so normal eigentlich rot bin. Aber der hat, glaube ich, einen ganz leichten Schimmer-Pearl-Effekt. Ganz, 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 ganz soft. Also wirklich nur, wenn ich mich so bewege, sehe ich das. So, ich würde sagen, eindeutig ist das heute meine schönere Gesichtsseite. Ich weiß jetzt nicht, wieso es so schlimm aussieht. Und hier sieht es sehr, sehr schön aus. Also hier ist wirklich super soft geworden, wie ich es wollte. Und hier ist es ein bisschen zu viel. Zu viel Bronzer und zu viel Blush. Ganz tricky. Ja, auf der Seite gefällt es mir deutlich besser. Guck mal, ob ich das irgendwie noch retten kann. Ich kann mir vorstellen, dass das mein Rot ist, weil das sieht so ein bisschen anders aus. Ich bin verwirrt. Kommen wir jetzt zu dem Highlighter. Da bin ich auch mega gespannt. Der sieht ein bisschen dunkel aus. Wir hoffen, dass es nicht so dunkel ist. Irgendwie sieht die Palette aus wie so eine Eis-Ding. Also Vanille, Schoko und Erdbeer. Kennt ihr doch diese Eissorten so zusammen? Die habe ich, also hat meine Mama immer bei Lidl oder so gekauft. Das ist ein Highlight, keine Frage. Aber er ist sehr schimmernd und sehr, sehr soft. Also er ist nicht wirklich, wo du denkst, ein weißer Streifen oder so. Sondern ich glaube, das sind mehr diese Schimmerpartikel. Ist soft. Ich finde, das ist ein wirklich schöner Highlighter für den Alltag. Ich glaube, hier könnt ihr es sehr, sehr gut sehen im Vergleich. So, meine Lieben, ich glaube, oder ich weiß, wir sind mit den Produkten jetzt durch. Ich würde mir schnell noch was auf die Lippen machen und dann kommen wir zum Fazit der Produkte. So, meine Lieben, Lippen sind drauf. Ich liebe diese Lippenstiftfarbe. Das ist der von Catrice in der Farbe 100. Ich finde den einfach so toll. Ich liebe die Farbe. Ich finde die echt Bombe. Ohne Scheiß, ich liebe sie. Und egal, auf jeden Fall kommen wir zu den Produkten. Ne? Die Produkte DLE finde ich eigentlich sehr, sehr gut und mega gelungen, finde ich. Erstens, was ich richtig toll finde, das muss ich wirklich nochmal sagen, ist, dass sie sich endlich mal was trauen. Ein bisschen an Farbe, ein bisschen buntes, ein bisschen crazyes. Klar, es hätte zum Beispiel so eine Palette, die so bunt ist, vielleicht noch 1, 2, 3 neutrale Farben sein können. Ein Braun oder so noch drin, dass man einfach leichter solche Looks integrieren kann oder besser machen könnte zum Beispiel. Aber das ist keine Kritik, das ist einfach nur so ein Tipp für weitere LEs oder für andere Brands wie Essence oder so. Die bringen ja wirklich viel oder immer das ähnliche, gleiche raus, muss ich ehrlich sagen. Und bei Rival de Loop muss ich wirklich sagen, dass ich bin echt froh, dass die sich mal was trauen. Und es war die letzte Palette in der Drogerie und die LE ist, glaube ich, nicht wirklich lange da. Also das finde ich auch krass. Also die war wirklich, sage ich mal, schneller weg. Diese Palette finde ich sehr, sehr gut. Ich habe wirklich einen sehr natürlichen Look, ein bisschen alltagsmäßiger, ein bisschen pinker geschminkt. Oh, jetzt kriege ich sie auf. Und ja, gefällt mir mega gut. Die Farben performen sehr schön. Man kann die super ausblenden. Man kann je nach Bedarf wirklich viel
benutzen und dann hat man wirklich viel und hat mehr auf dem Lied oder softer. Das finde ich top. Also von der Formulierung her gefällt sie mir sehr gut. Von den Matten gar kein Fallout. Von den Schimmerfarben hatte ich nur auf dieser Seite Fallout. Auf der Seite hatte ich gar kein Fallout, als ich mich allein, also off-camera geschminkt habe. Und ja, das finde ich sehr gut. Kickback gab es so ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Also wo ich denke mir, oh mein Gott, das ist so viel. Aber ein bisschen gab es schon. Ich finde die Palette sehr, sehr schön. Ich finde die Qualität, beziehungsweise die Qualität, die ich benutzt habe. Ich glaube aber, das ist wirklich alles sehr ähnlich. Zum Beispiel der Schimmerton sieht auch aus wie der Schimmerton. Also von der Formulierung her, von der Oberfläche, sage ich mal her. Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die groß anders aussehen. Reingegangen, die sind genauso intensiv wie die anderen Farben. Guckt euch mal das Blau an. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Farben wirklich, wirklich gut sind. Das, also Preis-Leistung wirklich Bombe. Ihr zahlt 3,99 für so eine Palette. Ihr habt so viele Farben drin und die funktionieren. Also die sind echt schön. Das ist ja nicht so, wo man sich denkt, irgendwo sparen die. Die sparen irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Vielleicht ein bisschen beim Packaging eher. Aber für die Quali gönn dir. Gönn. Den Eyeliner, ja, schwierig, weil er lässt sich auftragen, aber der kämpft so ein bisschen gegen meine Haut an, habe ich das Gefühl. Also der ist zu ergiebig und da kommt nicht immer viel raus. Also es gibt so einen Moment, da kommt extrem viel und gut was raus. Dann gibt es diesen Moment, da kommt gar nichts raus. Also ein bisschen komisch. Man kann Eyeliner ziehen, es ist möglich, aber muss da so ein bisschen sich mehr konzentrieren, sag ich mal. Ja, ein bisschen stärker drücken, aber tut nicht weh. Deswegen für die Drogerie eigentlich ganz gut. Ich würde ihn aber jetzt nicht wirklich drauf zurückgreifen, außer ich will wirklich diese Farbe haben. Das ist ja eher so ein Petrolgrün eher als wirklich grün. Ja, ich hätte mir vorgestellt, dass er ein bisschen grünlicher ist oder so, aber ich finde die Farbe auch sehr schön und es ist auf jeden Fall machbar. Also ich hatte das Gefühl, er ist leicht streifig von der Textur, aber als es angetrocknet war, fand ich jetzt gar nicht. Also mir gefällt er eigentlich ganz gut, ist nur ein bisschen anstrengender, würde ich sagen. Kommen wir jetzt zur Face-Palette, das Kuckuckskind in dieser Ehe, muss man sagen, weil die ist ja gar nicht grün, sie ist eher für den Alltag gedacht. Und dafür finde ich sie echt, echt gut. Also alles funktioniert, der Bronzer, der Blush, der Highlighter, es ist alles sehr soft, aber man sieht auch alles. Also es ist nicht so, dass du kein Highlight, kein Schimmer oder so hast. Du hast das alles. Oder diesen leichten Blush-Effekt, den hast du ja alles. Da kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, wenn du so eine Palette suchst, wo du wirklich alles hast und nicht tausend Sachen rauskramen musst. Da finde ich die echt schön. Ich bin so ein bisschen, naja, so vom Weiten her. Finde ich, sieht der Bronzer gar nicht mehr so gelbstichig aus. Also, schwierig. Guckt euch mal den an in der Theke und guckt euch an. Gefällt es euch, gefällt es nicht? Ich bin so ein bisschen. Irgendwie gefällt mir jetzt die Bronzerfarbe doch ganz gut. Aber wenn man so wirklich exakt guckt, dann denke ich mir, ist er ein bisschen gelbstichig. Weiß ich nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was du dazu denkst. So, das war schon die Review zu der neuen LE von Rival de Loop. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du zu den Produkten hältst. Kaufst du dir was? Interessierst du dich für die Produkte? Ist es eher dein Ding oder nicht dein Ding? Falls das Video für dich hilfreich war, lass es sehr gerne da noch oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und worüber ich mich auch noch freuen würde, wäre, wenn du mich kostenlos abonnieren würdest. Ich bin dreimal die Woche für euch da. Support ist kein Mord, meine Lieben. Und ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Grips on your waist from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away.